Also ja, man kann es verstehen. So, wir gehen in die Pick- und Bann-Phase. Das ging zügig. Oder vielmehr, das geht zügig weiter. Um so mal zu formulieren. Diesmal im Fire mit dem First Bun und das ist ein Twisted Fate gegen Faker. Ah, ich glaube, da wäre Fiora in meiner Priorität weiter oben gewesen. Um ehrlich zu sein, aber ja. Gangplank Ryze ist auch ein Bann gegen Faker, der Pflicht ist, weil mit Ryze eskaliert der richtig, der Knabe. Ja, da zerstört er einfach alles, keinen Stein auf den anderen. Und man sieht es ja, in 42 von 47 Spielen gebannt und ich glaube in den anderen 5 wurde er gespielt. Und ich meine, gerade Gangplank und Ryze, die Zahl spricht für sich. Bei Ryze, gerade mit den krassen Rotations, überleg mal, wie oft du den Thunderlord proxst. Und ähnlich ist natürlich auch bei Gangplank, also gerade mit der Ulti Thunderlord komplett auf der Karte. Gerade die Ulti macht sehr, sehr stark, deswegen auf dem 6-2er-Patch die Ulti auch genervt worden, also ein deutlich größerer Cooldown. Wobei bei Gangplank ja auch gerade dieses One-Shot-Potenzial mit den Fässern noch hinzukommt, was sehr heftig ist. Überhaupt ein sehr, sehr starkes Kit, auch mit seinen Orangen. Und wir sehen den Z-Bann. Alles klar. EM Fire hat Schiss vor Faker, selbst nach diesem Spiel. SKT selber Alistar am Bann, obwohl Wolf unglaublich krass gespielt hat. Sie wissen allerdings, dass sie keinen First Pick mehr haben und deswegen möchten sie ja einfach mal den Alistar denyen. Und sie bannen auch entsprechend selber Fiora. Aus demselben Grund. Damit ist Lulu First Pick da. Ich finde, sie wird halt immer noch sehr oft gebannt, aber eine Lulu vernünftig einzusetzen, finde ich sehr, sehr schwer. Poppy auf der anderen Seite, wenn es gut gespielt wird, ist absolut stark. Gerade mit ihrer Kombination, dass sie diesen Schutzkreis aufbaut und dann die Ulti dran zimmert. Du fliegst 100 Kilometer in die Höhe, weil du ja nicht zurückfliegen kannst. Du kannst ja nicht aus dem Bannkreis raus. Und man nimmt Corki. Und Corki könnte genauso auch ein Midlane-Pick für Faker sein. Auch das hatten wir schon gesehen. Damit auch sehr, sehr stark unterwegs. Wieder Nidalee mit Crush und wieder Trundle. Also, ich weiß nicht, ob es die beste Option ist, nochmal auf die gleiche Kombo zu setzen, wenn du gerade verloren hast. Faker mit Victor, damit ist klar, dass Corki AD Carry sein wird. Wir können, oder es könnte auch durchaus sein, dass wir das Triple AD Carry Lineup sehen werden. Theoretisch sogar Quadra. Poppy könnte immer noch Support gehen, theoretisch. Graves wäre dann entsprechend Jungle oder Toplane, aber ich denke, es wird halt eher Poppy Toplane. Graves Jungle, Corki als AD Carry und damit hat man unglaublich viel Schaden. Dazu das Disengage-Potenzial mit der Poppy. Und wie würden wir jetzt darauf reagieren? Eine Kalista, denke ich, ist momentan stärkster AD Carry. Man sieht es auch an den Picks. 28 Mal in 47 Spielen. Ansonsten eine respektable Bannrate. Kalista Fresh ohnehin eine sehr, sehr starke Botlane. Aber was macht dann der Trundle, ist die Frage. Würde dann auf die Toplane rücken und man hätte Lulu in der Mitte. Und so sieht es auch aus, also Toplane Trundle momentan doch eher häufiger auf der Support-Position gesehen. Wolf entscheidet sich dann für Bart, das ging schnell, da hat man nicht lange nachgedacht. Da muss ich auch sagen, generell mit Corki hast du ja gerade mit der Passive nochmal diesen, wirklich diese riesen Reichweite mit der Valkyrie. Es ist quasi wie ein zusätzlicher Einebner im Team. Long Range Escape, um dieser Lane da zu entgehen. Du bist halt im Early Mid-Game schon stark. Late-Game-Potenzial mit 3 AD-Carries ist auf alle Fälle gegeben.
muss ich sagen. Also die Kombination von SKT ist halt absolut Meta entsprechend. Triple AD Carry, gesagt, von Double über Quadra AD Carry ist halt alles vertreten. Sieht man ganz, ganz oft in der koreanischen Meta zurzeit. Aber ja, ich muss sagen, da hat man vielleicht bei Aimfile... Das Ding ist halt, du hast halt Schadensquelle wirklich nur Kalista. Dann hast du Lulu, die das protecten soll, soweit noch okay. Auf der Toplane halt ein Trundle, aber gegen wen geht der denn? Ja, du hast drei AD Carries. Einzig wirklich tankiger ist Poppy und die bringt so viel CC mit, dass das halt auch egal ist. Zweifelsfall einmal den Hammer geschwungen und Trundle fliegt 1000 Kilometer weg. Und dann hast du mal die längste Zeit einen Trundle gehabt. So, los geht's. Wir sehen SKT gegen Aimfire. Und wie gesagt, SKT absolut in der Meta. Also man hat mit Corki und Grace eben zwei AD Carries am Start. Wie gesagt, von 2, 3 und 4 AD Carries siehst du halt momentan echt alles in dieser Meta. Aimfire da eher klassisch. Dürfte natürlich gerade auch im Early Game noch guten Schaden haben. Mal an die Nidalee noch mit dabei. Also grundsätzlich, man sieht es halt auch bei einer Kindred beispielsweise sehr, sehr oft, dass man auf Damage geht in dieser Meta. Und da muss man so ein Stück weit sagen, okay, eine Lulu wird nicht umsonst extrem oft gebannt, weil sie ein absoluter Flexpick ist, was sie stark macht. Sie kann auf drei Positionen eingesetzt werden. Du kannst halt Protect the Hyper Carry spielen, zum Beispiel sowas mit einer Tristana, die man ja durchaus ab und an sieht. Und kriegst damit halt sehr viele Kombos durch. Aber, und das habe ich gestern schon gesagt, auch da haben wir eine Lulu gesehen, du musst eine Lulu nicht immer picken, wenn sie offen ist. Nur um eine Lulu zu picken. Sondern dann solltest du da auch ein tendenzielles Konzept hinter haben. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, wen willst du denn da krass beschützen, um ins Late Game dazu kommen? Also natürlich, eine Lulu bringt da noch 4 CC mit rein, kann die Gegner da verwandeln, Slows etc. Also von daher ist es nicht mehr ausschließlich, dass du eine Lulu nur für Hyper-Carry-Comps einsetzen musst. Zweifelsohne. Und du hast halt über die Nidalee auch noch Schaden. Von daher ist es halt echt noch okay. Ich bin trotzdem persönlich nicht so ein großer Fan davon. Dazu der Trundle auf der Top-Lane. Na, am Anfang hier gegen die Poppy. Guten Job, wie wir sehen. Also man muss ja sagen, Trundle ist halt sehr gut gegen tankige Ziele, hat sehr viel Sustain auf der Lane durch seine Passive. Ja, beide mit dem verwerbten Trank auch. Also wie gesagt, was die Laning-Phase angeht, da hat Zippo echt gut gegen Duke mit Trundle. Das steht halt außer Frage, aber man muss ja auch ein bisschen weiter über die Laning-Phase in die Teamfights denken. Edge hier festgehalten in der Falle von Faker, der direkt seinen Exhaust schon hat nutzen müssen. Aber jetzt kommt Blanc und Blanc mit Graves macht gut Schaden, ist ebenfalls Level 3. Braucht sich da also vor Edge auf keinen Fall fürchten. Ja, da natürlich auch Edge nur mit Dorans unterwegs ist. Allerdings ist auch Quash jetzt am Start. Muss daher auch hier aufpassen. Sollte es ins 2 gegen 2 gehen, dann hat hier momentan Aimfire die besten Karten. Auch wegen dem Ignite. Flash schon früh weg von Wolf. Also Aimfire macht sehr früh Druck jetzt schon und bekommt auch das First Blood. Direkt auch wieder hier das Flash raus von Bang. Was ist da denn los? Also man muss auch seine Stärken kennen, keine Frage. Das sieht man echt selten, dass da so früh im 2 gegen 2 ein Kill fällt. Oh, und Faker, Faker! Och Gottchen, Aimfire! Dreht den Swag auf!
Mit dem Ignite reicht das hier und auch auf der Toplane sieht es nicht gut aus. Wer hätte das denn erwartet? Vor allem diese Solo-Kills, muss man sagen. Das ist echt etwas, was da so eigentlich in Korea selten zu beobachten ist. Und vor allem nicht von einem SKT, aber irgendwie ist da der Wurm drin in diesem Split, so scheint es. Weiß nicht, ob jemand den Film kennt. In der Arche ist der Wurm drin. Klasse Film. Dennoch ist Bang einfach mal ein paar Vasallen. Ja, wobei, so viel ist das gar nicht. Da pushen die Vasallen noch rein. Ah, auch Faker. Ich meine, mit Victor hast du halt auch easy Farm, easy Laser. Ja, trotzdem zwei sehr frühe, unnötige Kills vor allem. Da hat man vielleicht noch gedacht, man hat den Goldvorteil aus dem letzten Spiel gepachtet. Hat man aber nicht. Jetzt Wolf zusammen dabei gegen Edge. Das sollte reichen. Oh, knapp! Aber es reicht. Direkt die Revanche, aber es braucht zwei Mann, um Edge hier aus dem Weg zu räumen. Ja, und Faker hat hier durchaus Turmschaden gefressen. Wird also natürlich auch zurückgehen, müssen schnell die Lane rauspushen. Sein Hex war auch noch nicht geupgradet, deswegen hat er noch nicht den starken Laser und damit noch nicht so den krassen Wave Clear. Ja, da kommt Blanc zu Hilfe. Blanc selber mit Graves hat halt auch einen guten Wave Clear. Ja, selbstverständlich, noch ist nichts entschieden. Es ist natürlich nur, sagen wir mal, ein herber Rückschlag. Faker interessanterweise auch nicht mit dem Upgrade für den Hexcore, sondern mit Doppeldurans und Frostfang. Also verschiebt da dieses Upgrade noch ein bisschen. Mit dem Frostfang geht es jetzt auf Geldfarm-Missionen. Da ist ja im Farm da auch vorne. Beide jetzt mit einem Kill. Mit dem Frostfang kann er sich so also einen Goldvorteil erarbeiten, durchaus. Und auf der Botlane, Corki wird mit Stärke-Dreinigkeit sowieso erstmal etwas zackiger unterwegs sein als die Kalista. Wobei, wie gesagt, Kalista Thresh ist schon eine böse, böse Botlane, gegen die du spielst. Nicht umsonst eine der stärksten, die du momentan haben kannst. Also Kalista Thresh, Kalista Alistar gibt eigentlich nichts Hässlicheres. Vielleicht noch Kalista Tahm Kench. Wie spät ist es denn in Korea und wieso ist es hier so früh? So, da empfehle ich dir einfach mal, kauf dir einen Globus und leg da eine Schreibtischlampe drüber. Ja, Wissenschaft, Experimente zu Hause. Ja, es sei denn, man gehört zu den Leuten, die es leider auch im Jahr 2016 noch gibt. Ich weiß nicht, wie die Prozentzahl in Amerika ist da. Die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist. Aber um die Frage zu beantworten, sind 8 Stunden 8 Stunden Zeitunterschied. Also es ist da jetzt 6:30 abends. So, Blanc ist da, aber das Ding ist halt, mit dem Graves hast du nicht wirklich CC für einen Gank. Ja, du hast deine Rauchgranate und ja, du hast deine Rauchgranate. Also schon fast so ein bisschen Counter-Strike-Modus. Fire in the hole. Oh, hier soll gedived werden. Da geht's früh drauf. Flash schon wieder raus von Wolf. Bang, bang, bang. Mit der Valkyrie weg. Und die Magical Journey durch den Turm. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Schnell gegoogelt. Nein, Mori hat früher immer die GSL geguckt, falls sich da hier noch jemand dran erinnert. Damals noch über den GOM-Player, über GOM-TV. Deswegen weiß er das.
plus einen Kollegen gehabt, der in Korea gewohnt hat. Und 8 Stunden zurück, 8 Stunden vor, mein Freund. Ja, im Osten geht die Sonne auf. Korea ist östlich von uns, also sind die natürlich später. Da musst du die 8 Stunden drauf rechnen. Ist über 6:30, 18:30 Uhr. Muss ich euch echt noch die Welt erklären? Ja, wie das so funktioniert mit Sonne und Erde und Kreis und wo geht die Sonne auf? Wie wandert sie lang? Ja, die geht wirklich, ne, im Osten auf. Ja, deswegen ist bei den Amerikanern ja mitten in der tiefsten Nacht jetzt. Ja, Silvester feiern die auch irgendwo erst in irgendeinem Inselstaat als erstes. Und Japan auch deutlich vor uns. Ja, als nächstes kommen die Bienchen und Blümchen. Gut, in diesem Spiel erstmal jetzt bisschen ruhiger geworden. Was klar war, nach dieser hektischen Anfangsphase, Faker jetzt im Farm weiter vorne. Ist halt echt, ne? Victor, Laser, tot. Das ist krass, wie lange er dieses Hexcore-Upgrade noch aufschiebt. Wie die Kinder gemacht werden, das gibt's in der Praxisstunde dann, Freunde. Ja, das ist dann Praxisunterricht und nicht Theorie. Ja, von daher noch kein Turm gefallen, auch dadurch, dass wir halt die Standard-Lanes gesehen haben und keine Lane-Swaps etc. Also mit Corki bist du eigentlich selbstlos genug, dass du auch eine Standard-Lane spielen kannst. Oh. Das war jetzt eine interessante Bart-Ulti. Ich habe da auch kein Flash oder Dash oder irgendwas gesehen. Ich glaube, die war so ein bisschen gut Glück. Ja, und auch da Anrecht der Frostkönigin sogar noch. Ja, interessant, wie Faker hier Victor interpretiert. Na, auf der Toplane im Übrigen Duke gegen Hippo sich da auch beruhigt, also nach dieser schwierigen Anfangphase, was natürlich, wie gesagt, so ein Stück weit zu erwarten war, geht ja auch auf den Sonnenfeuerumhang als erstes, hast du da später weniger Schwierigkeiten mit Poppy, einfach weil sie ja, ein CC-Monster ist. Blanc gegen Crush. Gerade später wird ein Graves halt sehr, sehr ungemütlich, wenn er auf die Lane kommt. Dann ballert er dir einfach komplett alles weg. Und das ist gerade bei dieser Doppel-AD-Carry-Kombination. Generell SKTs Lineup, muss man sagen, sehr burst-lastig. Also gut, sieht man von Corki ab, der ja der Poke-Champ ist, aber Victor und Graves, die bursten halt alles um, was da ist. Und wenn dann Poppy nochmal wirklich angestürmt kommt. Ja, pum, reingedasht. Dann kann das schon sehr schmerzhaft sein. Oh, jetzt Faker gegen Edge. Das ist die Victor Ultimate und das reicht für den Solo-Kill.
Oh, gleichzeitig aber der Hook gegen Wolf auf der Botlane geht es ebenfalls wieder ab. Das Auspeitsche sammelt Wolf. Schön nochmal die Bart-Ultimate. Lediglich Soul von betroffen. Den hat man jetzt so ein Stück weit separiert. Oh, aber der Kill fällt trotzdem gleichzeitig Plom gegen Hippo. Oben auf der Top-Lane. Wunderschön getankt, aber trotzdem Hippo holt da den Kill und bleibt am Leben. Der bleibt am Leben im 1 gegen 2. Was war das denn für eine Dive? 2 zu 1 getauscht für Ebenfire, kartenübergreifend, nur Faker, der macht Solo, der macht's ganz alleine und um ihn herum stirbt sein Team hier weg und gerade noch so gelobt diese Botlane von SKT hier, 2 Tode auf den Wolf, also da scheint es, als würde ihm Alistar deutlich besser liegen, der Turm, der ist weg. Na, ist halt so. Du kriegst halt immer den Heal rein, wenn der Erste stirbt. Boom! Und plötzlich ist sie im Feuer vorne. Ja, direkt auch den ersten Drachen am Start. Holla, die Waldfee. Ja, gleichzeitig aber der Midlane-Turm, also Faker, vorhin noch im Solo-Kill gestorben, jetzt im selben Solo-Kill den Fehler quasi korrigiert. Inzwischen auch den Hexcore ausgebaut. Dazu interessanterweise noch den Negatron-Mantel. Und jetzt, was eine Valkyrie, da geht's drauf. Duke wieder gegen Hippo. Und Hippo, was ist das denn für ein Tier? Was sind denn das für Dives? Was macht SKT denn da auf der Top-Lane? Hippo komplett zugelegt im Vergleich zum letzten Spiel. Jetzt wieder Wolf da ganz alleine. Die magische Reise und er stirbt auf seiner Reise im Tunnel. Ach Gottchen! So viele Missplays und Fehlentscheidungen gerade. Und jetzt hast du den 3-0 Hippo. Und der Trundle Pick in Vollauf. Alles, was ich im Vorfeld gegen Trundle gesagt habe, möchte ich an dieser Stelle jetzt zurücknehmen und das Gegenteil behaupten. Holla die Waldfee! Das ist, die spielen nicht, als wären sie Weltmeister, die spielen, als wären sie gerade Waldmeister geworden. Na, ärgern sich wahrscheinlich auch Grün. Na, da hilft auch kein Dr. Oetker gerade, was sie da machen. Also hier, nochmal die Szene. Zunächst, dann mit dem Dash rein, aber Hippo, der feiert hier die Party und der verprügelt Duke. Ja, bang, als ob der gar nicht da wäre. Der steht daneben, was soll er denn auch machen? So, und dann Wolf eingeholt mit der Ulti. Denkt er kommt weg, aber wieder Hippo. Direkt wieder den nächsten. Zack. Im Tunnel. Ja, und jetzt hast du halt das Problem, ne? Der hat auch schon die titanische Hydra fertig. Ne? Wave Clear am Start. Also, so schwach Hippo im letzten Spiel war. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob die den ausgetauscht haben oder so. Ja, vielleicht hat er nur gesehen, wie seine Freunde sterben, wie Krillin stirbt und dann sind die Haare plötzlich blond geworden, ein paar mehr Muskeln, die vorher nicht da waren. Irgendwas scheint da gewesen zu sein in der Pause, was wir nicht mitbekommen haben. Ja, Stärke 3 Einigkeit fertig, aber diese Schadenspitze wird da einfach komplett aufgefressen auch. Soul hat ebenfalls seine klingende Endlichkeit fertig. Also, da ist gerade nicht so viel zu holen, ehrlich gesagt, für SKT. Ja, und gerade Blanc, der bestätigt hier
nochmal seine schwache Leistung. Man muss sagen, so ein AD Carry als Jungler ist nicht einfach. Und dann der Hook. Gerade von ihm gesprochen. Da kommt der Knockback, aber weg ist er. Ein Graves im Jungle oder generell ein AD Carry im Jungle ist sehr anspruchsvoll. Weil du kein CC hast, müssen die Ganks deutlich wohl überlegter sein. Na, der Schaden ist dann weniger das Problem. Aber du musst dir dessen auch bewusst sein. Und Duke, das, der wird sich auch bei seinen Teammates bedanken. Wobei er selber an den Dives ja auch nicht unschuldig ist, wenn er sagt, komm, komm, Dive, go. Ja, Duke will's wissen. Ja, mit Poppy stellt er sich dem Troll entgegen. Der natürlich selber jetzt auch noch nicht so viel Rüstung hat. Nichtsdestotrotz. Also, Dukes Aufgabe, Hippo wegschleudern. Im Teamfight so weit wie es geht. Ja, nicht gefangen halten, sondern wegschleudern. Am besten komplett in den Nexus rein. Na, der okay daneben. Natürlich Türme belagern gegen den Victor ist extrem schwer. Und letzten Endes ist Faker hier auch der Hoffnungsschimmer gerade von SKT. Faker ist nämlich der Einzige, der richtig gut im Spiel ist. Mit 30 Farmen und einem Kill mehr. Und als Victor, der ein gutes Scaling hat. Es sind 4000 Gold und damit kann man durchaus was anfangen. Jetzt müssen sie noch schauen, dass sie die Türme bekommen. Und dann haben sie es. Ja, jeder Turm bringt jetzt Gold mit rein. Na, Wolf, jedes Mal muss er halt echt gucken, dass er da wegkommt. Der Drache bisher, SKT eher Platz auf der Zuschauertribüne. Aber jetzt vielleicht. Mit der Valkyrie komplett rüber, mit der Pest, dem Fippo, mit dem Flash. Man will den Troll, aber der ist nicht einzufangen. Don't feed the Troll, sie machen genau das gerade. Der freut sich. Ja, was hat er jetzt? Der hat einen Flash gezogen, ist entkommen. Jetzt kommt eben Fire. Hippo ist in guter Position. Ja, der hat Sustain, der hat noch seinen verderbten Trank. Und jetzt steht SKT, das ganze Team da, alle Green für Hippo. Und das kann jetzt fatal werden. Guga geht da rein, nochmal mit dem Auspeitschen wieder links wieder reingezogen. Faker war da, hat den Schaden. Jetzt geht's allerdings gegen Blanc. Hippo vorne macht eine super Frontline. Duke mit dem Hammerschlag, aber da ist jetzt nichts wirklich Hammer. Die Ulti komplett daneben gesammelt, wollte Hippo haben. Wolf stirbt. Was? Sie gehen alle für Hippo und Wolf stirbt. Der macht ein klasse Spiel. Der trollt SKT sowas von weg. Na, wenn der gerade Musik auf den Ohren hat, ihr wisst, welches Lied er hört. Dann kommt die ganze Trollo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 l. Ja, wahrscheinlich sein Theme gerade. Ja, betritt die Bühne. Alter. Und jetzt geht's gegen den Baron. Duke ist da. Pillar, einfach mal tschüss, du kommst nicht rein, die Geister. Blanc will rein mit seinem Burst. Schafft es nicht, Baron! Das sind low, geht da jetzt was? Vielleicht, da kriegen sie den Shutdown auf Hippo. Aber der Baron ist weg und Crush will weg. Wolf hinterher mit Bang Bang düst hier außen rum. Kilometerweise Umweg, also das Navi hat hier die Baustelle entdeckt. Und jetzt Bang gegen Crush. Und der kommt da nicht mehr hinterher. Der kommt da nicht hinterher, was geht denn da? Duke jetzt. Mit der Valkyrie ran, Speer rein, Phosphorbombe trifft nicht und Duke, der Retter in der Not. Also das war
nicht die beste Idee, die SKT jemals hatte. Normalerweise haben sie sich auch durch die Calls ausgezeichnet. Die hat im letztens mit Bengi Marin gemacht. Bengi fehlt ja auch schmerzlich. 7000 Gold hinten. Duke immerhin, den Turm holt er sich jetzt. Schaut euch mal die Vision an. Und die spielen gegen EM Fire. EM Fire ist absolut kein Top-Team in Korea. Wobei man sagen muss, EM Fire hat sich massiv gesteigert in diesem Spiel. Also, keine Ahnung, Hippo, wie auch immer die den motiviert haben, das extra Motivationsprogramm, was der bekommen hat, will ich auch. Also, wenn sie das Spiel verlieren, ich garantiere euch, Bengi kommt für Blanc. I guarantee it. Das Spiel ist selbstverständlich noch nicht entschieden, aber... Oh, Beng muss da nochmal weg. Wird wieder dieser schöne Pylon aufgestellt. Ah, das Hütchen. Kennt man vielleicht noch vom Fußballtraining. Oder auch vom Straßenverkehr. Könnt ihr euch aussuchen. Wobei ich die Dinger selten aufgestellt sehe. Muss ich sagen. Stehen meistens irgendwelche anderen Begrenzungen, aber solche Hütchen. Da siehst du die echt häufiger mal Fußballtraining. Sowas. So, es geht gegen den Turm. SKT kann diesen erstmal noch verteidigen. Bart Ultimate, jetzt kann man Crush gegebenenfalls einfangen. Das passiert auch. Zurück in den Zoo. Blanc bekommt den Kill. Inzwischen Faker auch seinen Hexcore komplett upgraded. Fehlt noch Rabadons und dann eskaliert er komplett. Faker wirklich 70 Farm mehr als Edge. Oh, die Ultimate nochmal gegen Soul. Ich glaube, die war so ein bisschen auf gut Dünken rausgesetzt. Einfach nur, hey, lasst mich farmen, haut ab. Und alle haben richtig Angst vor dieser Ultimate. 76 Farm mehr. 74. Wow. Also, wenn Faker nicht diese Greed-Momente hat wie im letzten Spiel, dann ja, wird SKT da gerade wahrscheinlich hocken und sagen, carry us, Faker Senpai. Sieht einfach so witzig aus, wie Trundle sich bewegt, oder? War fast schon galoppieren. Steht 4-1. Gut, streng genommen muss man sagen, ist jetzt auch nicht so unbedingt, dass man auf dem Top-Laner, auf einem Trundle das meiste Gold haben möchte. Bisher hat er sich's ausgezahlt. Vor allem, weil SKT halt auch immer... Jo, Focus Fire, Trundle. Na, aber so stark die Botlane im letzten Spiel war, mit Corki, Bart haben sie sich offensichtlich nicht so sehr den Gefallen getan. Sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Auch Blanc erscheint schwach und wieder reden wir über den Knaben. Immer, wenn wir seinen Namen in den Mund nehmen, hat er irgendwie die Kette im Gesicht. So scheint es. Hippo am Splitpushen. Wollen den Drachen haben, weil sie langsam mal den ersten brauchen. Oh, schlecht gesmited. Wolf bekommt das Ding. Immerhin, aber gleichzeitig erster Drache gegen ja, den Inhibitor-Turm und Hippo ist noch nicht fertig. Würde ich jetzt erstmal sagen, weniger guter Tausch und brandgefährlich eben. Einfach nochmal den Pillar dagegen gestellt. Der nimmt den Inhibitor. Der nimmt da einfach den Inhibitor. Niemanden interessiert es. Jetzt die Bartol, die wird drauf. Was geht da? Duke ist dran und Soul. Will er nicht entkommen lassen, kann ihn nochmal hochschleudern. Aber es reicht nicht. Jetzt steht da drin im kompletten Team im Fall. Der Pillar mit dabei. Oh, auspeitschen zur Stelle. Duke, wie knapp kommt der denn raus? Bitte sehr. Und im Fall holt sich einfach mal so komplett gratis den Inhibitor. Also in dem Spiel, man kann sagen, was man will, aber SKT got trolled.
gegen EM Fire. Also wenn es im Fußball Marktwerttabellen gäbe, ja, und Spielermarktwerte, und die waren vorher bei 100 Millionen, dann sind die nach den ganzen Wechseln vielleicht bei 10 Millionen gewesen, nominell. Ja, vielleicht 20, aber ja. Und jetzt SKT in diesem Spiel. Man ist es nicht gewohnt. Das ist das Weltmeisterteam. Wobei auf zwei Positionen hier ausgetauscht. Und das macht sich bemerkbar. Vor allem jetzt auf der Jungle. Also Blanc finde ich nicht ins Spiel gefunden bisher. In den beiden letzten. Und auch da Wolf viermal gestorben. So stark er mit Alistair war. Mit Bart, das war. Ich meine, er schien ja sehr selbstlos. Das war ja wirklich Bart Instalock. Kann man vielleicht schon fast sagen. Report for Instalock Bart. Das hat nicht geklappt. Muss man überlegen. 50% der Kills von EMFire verfallen auf Wolf. Auch wenn über die Türme momentan der größte Goldvorteil generiert worden ist. Baron wieder da. Das ist echt gefährlich. Und es ist jetzt nicht so, als würde ein Corki jetzt besser werden. Hippo steht da in der eisigen Domäne. Wartet auf seine Chance. Seine Möglichkeit. Auf den nächsten Turm einzureißen. Und währenddessen, da ist gar keine Vision. SKT hat null Vision. Die ahnen natürlich, dass was abgeht. Und über die Geister haben sie es jetzt gesehen. Aber ich meine, schaut euch das an. Der muss die Nexus-Türme verteidigen. Die kleine Poppy. Ich würde ganz gerne sehen, was Hippo stattdessen macht. Der dürfte da, ja, da müsste Poppy wieder rüber. Kann natürlich nicht überall sein. Bart Ultimate ist da. Jetzt kommt der Teleport rein. Man sucht den Kampf. Und Faker erwischt. Und das ist bitter. Faker ist down. Die größte Schadensquelle ist vernichtet worden von SKT. Und jetzt müssen sie fliehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Crush geht da mit der Magical Journey hinterher. Hat sie hier von Wolf nutzen können. Speer trifft nicht. Hook auf Duke. Und der soll angegriffen werden. Auf Wiedersehen, Duke. Tschüss, kleine Poppy. Mach Winke, Winke. 9000 Gold jetzt vorne im Fire. Und schaut euch diesen Blick an. Der sagt alles. Da macht er den einen Fehler. Faker. Und dann ist vorbei. Wenn Faker stirbt, stirbt SKT, zumindest in diesem Spiel, im letzten Spiel weniger. Und das war's. Tschüss. Viel Glück beim dritten Spiel. Und wir sehen ein drittes Spiel, EMFire gegen SKT. Stark gemacht, wirklich, von EMFire. Ganz, ganz stark. Ich denke, das hätte jetzt niemand erwartet.